Hallöle, ihr seht schon, ich habe ein Gerät offen und zwar ist das hier dieser Heißluftföhn, der ist von Pollin. Nein, habe ich jetzt auch an Strom. Ist nur eine Info für die Leute, die das Ding vielleicht auch haben. Und zwar habe ich das Problem gehabt, wenn ich ihn eingeschaltet habe, dann hat er ganz schön doll gepustet auf der kleinsten Stufe. Da sind mir schon Bauteile weggeflogen. Ich habe ihn jetzt nur ganz wenig auf Wärme. Im Moment ist es noch ein bisschen viel. Und zwar gibt es da ein Poti. Da kann man das einstellen. Ich zeige euch das gleich. Ups, so. Erst hatte ich gedacht, na, fokussieren. Macht sie nicht. Da. Erst hatte ich gedacht, ich mache den zu. Dann kommt hier vorne kaum Luft raus. Weil das ist mir jetzt im Moment noch zu viel auf der kleinsten Stufe. Und zwar gibt es da, upsala, ein Poti. Ja, da steht eine Magieflasche. Das ist hier in der Ecke. Ihr müsst mal gucken, da geht das Kabel von dem Poti hin. Achso, seht ihr ja nicht. Das Poti für die Luft einstellen. Da müsst ihr mal gucken. Da gibt es ein Kabel, das geht dahin. Da drüber ist ein Poti. Und da dran kann ich das noch ein bisschen einstellen. Wie ihr seht. Stelle ich mir das jetzt so ein, wie ich es jetzt denke. Ich prüfe das jetzt hier so am Mund, wie das passt. Und kann dann trotzdem noch am Poti selber ordentlich Power drauf geben. So, wenn ich ihn ausmache, geht er sowieso, dann kühlt er das Heizelement runter. Nur so als Info, das dauert jetzt hier natürlich eine ganze Weile. Aber da war ja irgendwie warm. Nur so als Info für die Leute, die das Ding auch haben und eventuell, ja, sieht ein bisschen möglich aus, auch dieses Ding haben, von Pollin halt. Den Stecker wieder rausgezogen, kann ich auch hier hinten machen. Hier hinten steht es ja nochmal drauf. Pollin Heißluft Lötstation, die 939. Falls es da Leute gibt, die dann auch das Problem haben, dass der schon auf der niedrigsten Stufe zu viel Luft rausbringt. Ich habe das gehabt beim Laptop, nachlöten, da sind mir zwei, drei Teile weggeflogen. Ich habe sie aber wieder drauf gekriegt, aber das war schon viel zu doll und ich hatte ihn auf dem Minimum stehen. Gut, nur so als Info. Danke fürs Zuschauen. Daumen oben nach oben. Das würde mich freuen. Tschüssi, bis zum nächsten Video.